Ja, hallo liebe YouTube-Gemeinde. Hier meldet sich wieder euer Klöbi und vorstellen möchte ich heute das wunderschöne Daedrische Set von Azura für Elder Scrolls Online, welches im Moment im Kronenshop für 4000 Kronen zu haben ist. Allerdings nur noch 2 Tage. Es hat 14 einzelne Teile. Da haben wir dieses schöne Banner. 2 wunderschöne daedrische Bänke. Diese daedrische Feuerschale. Und da wird es dann später sehr, sehr geheimnisvoll, mit dem Licht zu interagieren. Zunächst einmal die erste Gruppe von Kerzen. Dann haben wir nochmal gleich eine Zweiergruppe von Kerzen. Diese Plattform, von diesen Urnen gibt es 2 Stück, einen sehr großen daedrischen Sockel, der ist möglicherweise in vielerlei Hinsicht verwendbar. So, hier gibt es noch ein spezielles Buch aus der Abteilung Bibliothek, auch spannend. Und dies ist ein selbstleuchtendes Element, sehr geheimnisvoll. Das sind jetzt mehrere Statuen von Azura. Erste. Die 2. Statue von Azura. Und wir bekommen noch eine 3. Statue von Azura. Und dann erhalten wir noch 2 schöne Wandteppiche. Das war's soweit. Ich zeige das jetzt mal eingerichtet, in voller Aktion, in meinem Ebenherz-Chateau. Hier habe ich auch schon sehr viele Lichter installiert, verschiedene Figuren installiert. Es gab diese schönen Throne im Sonderangebot. Nochmal danke an Alexus LP, der darauf hingewiesen hatte. Die gab es für Lulu. Die werden jetzt zuhauf in den Gildenläden verkauft. Gehen wir mal rein. Das ist mein Verzaubererschrein. Aber darum geht es ja jetzt nicht, sondern die ganzen Teile, die ich euch gerade gezeigt habe im Kronenshop, habe ich jetzt hier mal hübsch arrangiert. Zunächst mal habe ich alle interaktiven Lichtelemente ausgeschaltet. So, da haben wir doch schon mal eine sehr geheimnisvolle Beleuchtung. Hier haben wir auch wieder eine schöne Beleuchtung. Jetzt sieht man zum Beispiel die Urnen sehr schön. Ja, sehr schönes, geheimnisvolles, flackerndes Licht. Und diese unglaubliche daedrische Feuerschale, die mehrere Beleuchtungsmodi hat. Sie beginnt zunächst einmal mit der magischen Beleuchtung, die so einen bläulichen Schimmer erzeugt. Das sehen wir uns mal aus der Distanz an. Bläulicher Schimmer. Jetzt kann man den Lichttyp an dieser daedrischen Feuerschale nochmal verändern. Das ist jetzt sozusagen ein Standardlicht, wie man den sonst auch von den Feuerschalen kennt. Nennt sich hier natürlich. Ist auch eine sehr schöne Stimmung. Hier schalte ich nochmal auf das magische Licht um. Jetzt haben wir wieder die magische Beleuchtung. So.
Oben den Kronleuchter habe ich einfach nochmal zusätzlich hinzugefügt, damit noch ein bisschen Licht von oben kommt. Das ist doch sehr geheimnisvoll. Man kann sich jetzt mal gemütlich auf eine dieser wunderschönen Bänke setzen. Oh. Und dann kann man einfach mal die Seele baumeln lassen und die Aussicht genießen. Das ist doch wunderschön. Und schließlich haben wir noch unser Büchlein. Und das habe ich jetzt mal ganz absichtlich nicht vorgelesen, damit ihr den schönen Soundtrack genießen könnt. Und mit diesen schönen Bildern möchte ich die Vorstellung dieses Daedrischen Sets beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Elder Scrolls Online und auf meinem Kanal. Ciao, wowie.